Herzlich willkommen zum Bahnrätsel von Bahnfrei. Was genau ist bitte schön ein Bahnrätsel? Na, es ist ganz einfach eine typische Knobelsituation aus meinem Brettspiel, wie ihr sie in jeder Runde vorfinden werdet. Ich möchte heute einmal beispielhaft zeigen, wie so etwas aussieht und euch miträtseln lassen, was denn wohl die beste Lösung ist. Hier zeige ich euch kurz den Aufbau. Es sind drei Spieler, der Grüne, der Blaue und der Rote, die hier schon in Deutschland unterwegs sind. Und in dieser Runde warten drei Fahrgäste darauf, abgeholt zu werden. Das ist hier der in Düsseldorf, möchte nach Stuttgart. Dann noch dieser hier aus Mainz, möchte nach Augsburg. Und hier jemand in Saarbrücken, möchte nach Hannover. Jetzt gilt es zu überlegen, wer holt denn welchen Fahrgast ab. Ganz wichtig, keiner darf am Ende der Runde noch hier liegen, sonst gibt es eine Beschwerde. Und dafür haben die Spieler jeweils nur 8 Felder Reichweite, die sie zurücklegen dürfen. Also, alles verstanden? Dann geht es jetzt ans Überlegen. Was denkt ihr, ist wohl die beste Lösung für diese Situation? Ich gebe euch einen Moment Zeit, haltet auch gerne das Video an. Und dann zeige ich, wie man das lösen könnte. So, habt ihr überlegt? Also beginnen wir doch einmal mit dem grünen Spieler und dieser Karte hier in Düsseldorf. Das ist wahrscheinlich das Offensichtlichste, dass es Sinn macht, dass der Grüne nach Düsseldorf fährt. Das wären 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis Düsseldorf. Wird dieser schon mal eingeladen und dann könnte man noch 7, 8 Richtung Stuttgart weiterfahren. So, das wäre schon mal erledigt. Was macht man denn jetzt bitte schön mit den beiden in Mainz und Saarbrücken? Man kann jetzt genau abzählen, was geht. Also ich glaube, beide können gut nach Saarbrücken und Mainz fahren. Was ist aber jetzt die beste Kombination? Ja, der in Saarbrücken möchte nach Hannover. Zählen wir einmal, wenn der Rote nach Saarbrücken fährt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann kämen wir bis nach Mannheim. Dann fährt der Blaue hier mit dem Mainzer nach Augsburg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 käme er sogar direkt bis nach Augsburg und der wäre abgeliefert. Was kann man noch machen? Der Blaue fährt nach Saarbrücken. 1, 2, 3, 4 aufgenommen. 5, 6, 7, 8. Oder wieder nach Frankfurt. Und der Rote fährt nach Mainz und dann nach Augsburg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kommt er nicht ganz bis nach Augsburg, aber immerhin Richtung Ulm. Also, ich glaube, das tut sich hier an dieser Stelle nicht sehr viel. Beide Lösungen sind möglich, ist dann so ein bisschen Geschmackssache, wer wen abholt. Ja, wenn euch das Spaß gemacht hat, dann schaut doch gerne mal vorbei auf der Webseite zu meinem Spiel oder noch auf der Kickstarter-Kampagne, die bis 21. Mai läuft und sichert euch gerne euer eigenes Exemplar. Wenn ihr noch mehr Lust habt auf Rätsel, dann schaut auch gerne in die nächste Folge.